Willkommen bei Sommelier TV. Heute gibt es was mit sehr, sehr viel Power. Also, bis später. Willkommen zurück bei Sommelier TV. Wie schon gesagt, gibt es heute etwas mit sehr, sehr viel Power. Heute haben wir einen ganz speziellen Grüner Veltliner. Und zwar einen Grüner Veltliner 2010. Vom Weingut Neustifter aus Polsdorf in Niederösterreich. Ihr seht schon, ich habe jetzt heute das große Glas hergerichtet und ihr seht schon an der Farbe warum. Dieser grüne Veltliner ist 2010 von der Riede Steinberg und erzogen wurde er in der traditionellen Stockkultur. Das heißt, da wird einfach die Rebe auf einen Stock hinauferzogen, so wie bei zum Beispiel der Draht. Rahmenerziehung oder beim Lyra-System, sondern einfach Stock und das Zeug wächst da auf. Ist eine der ältesten Erziehungsmethoden. Und ja, ihr seht schon, der Wein ist sehr, sehr dunkel. Es ist ein brutaler reifer Wein, deswegen habe ich ihn schon seit einiger Zeit offen. Ich würde aber nachher auch empfehlen, den zu belüften, definitiv. Allein man sieht schon an der Farbe, ich habe mal zuerst ein bisschen reinkrochen. Der braucht sehr, sehr viel Luft. Deswegen auch das große Glas und ja, probieren wir es einmal. Wie wir es schon sehen an der Farbe, es ist Bernstein, es erinnert schon fast irgendwie an Spätlese oder Auslese. Grenzt schon fast an Trockenbernerslese, das dunkel ist das. Wunderschön Bernstein, Gold. Wir haben kein Museum mehr. Aber in der Nase. Wunderschön reife Frucht, man hat so ein Kompott von Apfel, Birne, Banane, also ein bisschen so ein Mix aus Kernobst und exotischen Früchten, was alle sehr, sehr reif sind. Wir haben ja die weichen Aromatiken. Wir haben da, ich glaube, ein Jahr oder 15 Monate ist da Holzbau dabei. Und das kann man schon in der Nase riechen. Es ist ein bisschen dieses typische, leicht muffige Holzton drinnen, aber nicht negativ, aber es ist schön eingebunden. Es ist schön rauchig. Und ein bisschen Honig ist auch dabei, Honigmelone. Sehr reife Frucht, ein bisschen Heu ist zudem auch noch dabei. Aber wunderschön eingebunden, wirkt überhaupt nichts Aufdringliches. Und totale Harmonie in der Nase. Es macht eben wirklich Spaß, auf den freut man sich einfach. Am Gaumen. Hui ist er. Richtig schön fett. Breit, da ist Action im Mund, da ist sehr, sehr viel da, bei wenig Schluck. Man hat wieder diese Apfel-Birnen-Bananen-Kompott-Geschichte, schon wieder alles ziemlich reif. Man hat am Gaumen ein bisschen ganz leichte Mandeln, was eher so an einen Chardonnay-Barrique erinnert. Und es ist wirklich grüner Veltliner. Wir haben aber auch zu den Mandeln ein bisschen Honig und ein bisschen was Cremiges, ein bisschen Laktose in der Richtung. Wunderschön eingebunden wieder. Wir haben eine sehr kräftige Säure eigentlich noch, die was das Ganze sehr schön unterstützt und nochmal die Fruchtstruktur ziemlich nach vorne pusht. Und die Säure, glaube ich, ist auch dafür verantwortlich nachher, dass man hinten oben, dass das wirklich langer Abgang ist und dass man die Fruchtstruktur bis zum Schluss hat. Ist nicht so, dass man zuerst das hat, nachher das, nachher das. Da ist das Komplettpaket für lange Zeit am Gaumen. Sicher ein Wein mit Anspruch. Den kann nicht jeder trinken. Jedenfalls würde ich ihn nicht jedem empfehlen. Was heißt nicht jedem empfehlen? Schon jedem empfehlen, das ist klar. Der Wein ist grandios, wunderschön, traumhaft, ganz großes Kino. Derjenige, was den Wein trinkt, sollte sich aber schon ein bisschen mit Wein beschäftigen. Muss jetzt kein Sommelier sein oder voller Weinprofi. Aber sollte schon ein bisschen Ahnung und schon ein paar reifere Weine getrunken haben. Speisenempfehlung wird bei denen schwer, und zwar aus dem Grund, weil ich persönlich ein totaler Fan von diesen reifen Weinen bin und sie aber eigentlich lieber solo genieße, als wie zum Essen dazu. Ansonsten zum Essen für Fisch zu stark, also der Wein ist viel zu stark für Fischgerichte, in meinen Augen so kräftig kann ein Fischgericht gar nicht sein, wenn nachher ist gehört der Koche auch so gehört. Aber zu Kalbsfleisch können wir den super vorstellen, aber auch sogar schon zu Rindfleisch. Dadurch, dass das so extrem kräftig ist und so Power drinnen ist, kann man da wirklich einmal ein bisschen mehr wagen. Der Wein passt
sicher auch sehr, sehr gut zu Schokolade und zu Käse ist das ein traumhafter Begleiter. Also eher so diese Schimmelgeschichten kann man dem sehr, sehr gut vorstellen, Blauschimmel. Wie gesagt, immer auch bei Schokolade Desserts traumhafte Begleitung. Kann ruhig ein bisschen kräftiges Schokoladendessert sein, mit weißer Schokolade auch dabei. Passt perfekt zusammen und zusammen, glaube ich, gibt es richtig cremige Symbiose am Gaumen. Aber ich persönlich trinke ihn lieber solo, weil man fast ein bisschen zu schade ist. Aber der ist super und der entwickelt sich noch weiterhin in diesem Glas. Und die Einschätzung, dass er das Glas braucht, meinerseits war, glaube ich, gar nicht einmal so schlecht. Oder wie gesagt, eben bitte belüften den Wein. Er braucht Zeit, er braucht Luft und der darf ja nicht zu kalt getrunken werden. Das ist leider das ist ein häufiger Fehler, speziell in der Gastronomie, dass die Weine einfach zu kalt getrunken werden. Was im Privathaushalt natürlich auch ein sehr großes Problem ist, da wird der Wein in Kühlschrank gestellt bei 4, 5, 6 Grad und gut ist. Der Wein sollte getrunken werden, sicher nicht unter 10 Grad, eher so 12 Grad sollte wirklich belüftet werden zudem. Und ja, ein bisschen stehen lassen, dass sich das Ganze ein bisschen entfalten kann, entwickeln kann. Aber ein wunderschöner Wein, ganz großes Kino. Es ist wirklich immer noch Action in der Ocken, hört überhaupt nicht mehr auf. Und ja, wie gesagt, das Grüne Veltliner 2010 ist von meinem guten Neustifter aus Poisdorf. Poisdorf ist eigentlich bei jedem bekannt in der Weinszene, es ist auch außerhalb der Weinszene, es ist ein brutal bekannter Ort mit einer unglaublich langen Geschichte. Und ja, von dem her einfach mal schauen, der hat 13,5% im Merkmal, gar nicht einmal so. Und ja, von dem her wärmstens zu empfehlen, wirklich geiler Stoff. Traumhaft und ja, ich genieße jetzt den Wein noch, lade noch ein paar Freunde ein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Dankeschön.